super leckere und super scharfe grüne Thai-Curry-Paste in nur wenigen Minuten? Ja, das geht. Also bleibt jetzt dran. Ihr werdet nicht drum herum kommen, einen Asiamarkt zu besuchen, denn einige Zutaten findet ihr nur dort. Aber an sich ist das Ding super easy. Die genauen Mengenangaben werdet ihr in der Videobeschreibung finden. Als nächstes einfach ein bisschen Kreuzkümmelsamen und Koriandersaat in die Pfanne hauen, anrösten. Und die restliche Zubereitung besteht eigentlich nur aus zwei Phasen. Phase 1, ihr haut alles in derselben Reihenfolge wie ich in den Zerkleinerer. Phase 2, alles wird nochmal zu einer Paste verfeinert, mit so einem Mörser, wenn ihr den habt, oder mit etwas anderem. Jetzt hauen wir auch schon nach und nach unsere Zutaten rein, angefangen bei der wichtigsten Chilis, Knoblauch und ein bisschen Galangal. Dann Kaffir, Limettenblätter, Schalotten und Zitronengras darf nicht fehlen. Und dann alles nochmal ein bisschen zerkleinern, weil da kommen gleich noch mehr Zutaten rein. Nachdem wir unsere erste Ladung Zutaten zerkleinert haben, folgen eigentlich die letzten drei. Dafür nehme ich erstmal einen Bund Koriander mit Wurzel, ganz wichtig, einen Teelöffel Garnelenpaste, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer. Und dann wird das Ganze nochmal ordentlich zerkleinert. Und jetzt sind wir auch schon bei Phase 2 angekommen. Alle Zutaten, die wir jetzt im Vorschritt zerkleinert haben, hauen wir jetzt in so einen etwas größeren Mörser und zerquetschen diese zu einer feinen Paste. An diesem Tag muss ich zugeben, war ich ein bisschen lazy. Meine Paste ist nicht so fein, also keine Superpaste. Vielleicht habt ihr auch einen super fancy Zerkleinerer und müsst das Ganze nicht machen. Auf jeden Fall war es das schon und ihr habt eure super leckere grüne Thai Curry Paste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo, ein Like und eure Meinung wie immer in den Kommentaren freuen. Bis zum nächsten Mal. Bye.